Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich habe meiner Freundin gesagt, dass sie sich ihre Augenbrauen zu hoch gemalt hat, aber sie schaute mich nur ganz überrascht an. Als ich geboren wurde, erlitt ich einen Schock. Ich habe über ein Jahr lang kein Wort geredet. Natürlich bin ich ein Morgenmensch. Ich mache immer alles morgen. Ich hasse es, wenn mir jemand zuwinkt, ich zurückzwinkere und dabei merke, dass ich gar nicht gemeint war und dann alle Zeugen umbringen muss. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht, weil sie mich beim Abmessen von meinem Penis erwischt hat. So ganz nebenbei, er ist genauso lang wie der Hals ihrer Schwester. Wie bestraft man ein blindes Kind? Man stellt alle Möbel in der Wohnung um. Papa, machst du, wenn du rausgehst, bitte noch die Schranktür zu? Wieso? Alles, was dich töten kann, kann einen Schrank aufmachen. Gute Nacht. Gäbe es kein Wasser auf der Welt, könnte der Mensch nicht schwimmen lernen und müsste ertrinken. Opa, woher hast du diese Uhr? Aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit einem Ami getauscht. Gegen was? Gegen eine Kugel. Erkenntnis nach dem Urlaub. Gebräunte Haut wiegt 3 Kilo mehr. Kann man bei Lokführern überhaupt noch von qualifiziertem Personal sprechen? Die haben doch kaum Fahrpraxis. Bei Rewe gibt's jetzt echte Grillbriketts. Wird auch höchste Zeit, so oft wie ich schon Brikettfälscherbanden zum Opfer gefallen bin. Wie war der Abend mit deiner Freundin? Gut. Wow, wenn du erzählst, habe ich immer das Gefühl, direkt dabei gewesen zu sein. An alle Menschen, die gerne wüssten, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Meine mathematischen Fähigkeiten beschränken sich im Wesentlichen darauf, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Manchmal rufe ich während einer Besprechung, das bringt mich auf eine Idee, verlasse den Raum, fahre heim und lege mich ins Bett. Woran man intellektuell im Fernsehen erkennt, 13%, sie sagen kluge Dinge, 87%, sie sitzen vor einem Bücherregal. Mach deine Mutter glücklich in 3 Schritten. Erstens, mach deinen Abschluss und deine Ausbildung. Zweitens, heirate. Drittens, tritt er nicht hin, der ist gerade frisch gewischt. Der allseits beliebte Schlaf ist heute leider viel zu früh von uns gegangen. Zu seinen Ehren tragen wir heute unsere Augenlider auf Halbmast. Pessimisten sagen, es geht bergab. Optimisten sagen, hui! Feministen beim Frühstück, reichst du mir bitte die Salzstreuerin? Liebes Dr. Sommerteam, wenn ich mich im Bürostuhl zurücklehne, fallen meine Augen zu. Bin ich eine Puppe? Der Witz, ich will ein Rind von dir, kam bei der Kellnerin im Steakhouse wohl eher Medium an. In der Tierwelt heiraten Homosexuelle auch nicht. Heteros auch nicht. Jetzt werd mal nicht unsachlich. Los, gib mir Tiernamen. Schluckspecht. Wer hat sich als Kind auch immer vorgestellt, dass neben dem eigenen Auto jemand herläuft und über alle Hindernisse springt? Unglaublich, wie wenig anpassungsfähig Hamster in Aquarien sind. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.